Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bus Driver. Wie ihr hier schon sehen könnt, bin ich wieder im Menü, in der Auswahl und werde gleich mal auf Spielen gehen. Wir werden hier weitermachen. Ab geht die Porsche. Jo, Mikro richten. Jo, beliebige Taste drücken. Rum. Rum. Tür auf. Wir machen Party. Schaffen wir auch diesmal in der Zeit. Oder auch nicht. Jo, und damit wir gleich zum Thema kommen, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz davon Bildschirm weggucken. Ich habe nämlich etwas am Mikro gestoßen, scheiße. Was rausgesucht. So, da sind wir jetzt auch schon. So. Jetzt, wo die gerade einsteigen, werde ich euch mal etwas vorlesen. Die besten Dieter Bohlen-Sprüche. Du hast weniger Töne getroffen als ein peruanischer Nackthundhaare am Arsch hat. Yeah! Damit geht's auch gleich weiter. Ich werde jetzt pro Bushaltestelle ungefähr immer einen vorlesen. Wenn euch das gerecht ist. Wenn nicht, kann ich es auch lassen. Ich werde mir vielleicht für die nächsten Aufnahmen noch ein paar raussuchen. Das sind jetzt nur ein paar. Ich kann auch die Stimme noch dazu verstellen, wenn ihr wollt. Ihr müsst mir nur sagen, ob ich das gewünscht habe. Aber jetzt in diesem Part werde ich die Stimme noch nicht verstellen. Ja, schalt doch mal nicht so behindert. Und immer die Landschaft reinziehen. Das sieht schon ganz schön Bitmap-mäßig aus, die Bilder. Also hier die Landschaft. Die sind ja jetzt nicht wirklich 3D. So, fahren wir mal ein bisschen so. Ah ne, ich brauche ja eigentlich gar nicht Musik zu machen, ich füge ja eh welche in der Sache da ein. Ah, das habt ihr ja den letzten Part schon gesehen. Also in den letzten, den ich gemacht habe. Das war am 24. glaube ich. Tür auf. So. Du klingst genau wie Kelly Clarkson, wenn sie sich ihre Hand in der Motorhaube einklemmt. Yeah.
Ja, dieser Part, da spreche ich mal ein bisschen weniger. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das voll anpisst, wenn ich die ganze Zeit quatsche. Du wolltest ja ein bisschen von der Musik hören, deswegen. Ui, fahren wir mal ein bisschen Schlängellinie. So. Rum. Einmal gerade durch, bitte. Boah, es ging jetzt. Green light. Yay, ich hab's noch drüber geschafft. I'm the king and you not. So, und für den... Ja, ich werde jetzt mal so ein bisschen auf dem Handy so rumgucken. Aber ich werde diesen Liederbohlenspruch ein bisschen abwandeln, den wir gleich hören werden. Ich weiß, man sollte sowas nicht in so ein Let's Play einbauen, aber ich finde es genial, was der manchmal für Döner rausspuckt. Jeder hat ja seine eigene Meinung, deswegen. Wenn es euch nicht gefällt, auch nicht schlimm. Lass ich es im nächsten Part mal weg. So. Ja, gucken wir jetzt gleich mal. Gut. We have done this. Ein perfekter. So, wenn ich Bus fahre und dich im Radio höre, da würde ich doch sofort bremsen und gucken, ob ich eine Katze überfahren habe. Yeah, man. Ich eck ganz schön oft ans Mikro an. So, da haben wir auch schon das erste geschafft. Ja, mal gucken, wie es weiterläuft. Ich hoffe doch mal gut. Weil wenn ich wahrscheinlich... Na komm, okay. Das ist doch voll zum Scheißen. So, dann werden wir gleich mal losfahren. Und das ganz schnell. Bei Regen bricht meine Framerate ein. Wieso auch immer. So. Ein Thema. Was fällt mir da mal spontan für ein Thema ein? Über was ich gleich labern werde. So. Mal gucken, wie wir jetzt hier am schnellsten und am sichersten rumkommen werden. Und ich werde gleich hier wieder abkacken. Oh, der Bagger sieht aber nice aus. Aber willst du mich nicht noch holen? Klar, willst du mich rum. Jung, dum, dum. Dum, 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 dum. Ja, was
schneide ich jetzt für ein Thema schnell an? Ich überlege. Ach so, jetzt habe ich ein Thema. Also, wenn ich jetzt mir mal überlege, was ein Busfahrer so für ein Dasein hat. Weil, ich meine jetzt, ich fahre selber mit dem Bus, also da ist das schon verständlich. Also es gibt wieder die Leute im Bus drinne, die hören lautstark Musik. Na gut, ich muss zugeben, ich bin einer davon manchmal. Nicht immer. Und ich muss sagen, manchen Leuten gefällt halt die Musik, die du nicht hörst, weil wenn du jetzt zum Beispiel Dubstep hörst und im Bus sitzen 20 andere, die jetzt zum Beispiel Rock hören, ist das schon eine andere Geschichte. Also, wenn die dann mal sagen, ja, mach mal bitte die Musik aus und du sagst, eiskalt, kannst mich mal am Arsch lecken, ist das irgendwo verständlich, dass die einen irgendwann dann hassen. Gut, da ist nichts. Ja. Dann schon kommen wir zum nächsten Thema, der nächste Übergang. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind jetzt schon wieder 2 Wochen vergangen. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, 2 Wochen, ja, da kannst du ja mal ein neues Projekt anfangen, weil Freedom Fire, das ist ja dann auch schon seit, boah, ich will nicht lügen, 3 Wochen oder so vorbei. Und 3 Wochen ist schon ganz schön lange Zeit, ne? Also lügen will man da ja nicht. Muss ich ganz ehrlich jetzt so behaupten. Und ich weiß, zum Schluss hin habe ich immer so lange Parts gemacht, aber das war auch beabsichtigt, weil ich wollte zum Ende hin, weil es nur noch einmal in der Woche kam, habe ich mir so gedacht, ach komm, einmal in der Woche, da kannst du auch mal richtig lang Part raushauen. Das ist scheißegal, wie lang der Part ist. Deswegen, ich kann auch sein, dass es hier mal dann so sein wird. Aber ich habe mir jetzt gedacht, weil 2 Wochen rum sind, ach komm, mach's täglich jetzt. Die erste Woche machst du täglich. Da können die Parts von mir aus mal nur 10 Minuten gehen, dann können sie mal 20 Minuten gehen. Auch eine Dreiviertelstunde, je nachdem wie lange jetzt die Tour dauert hier. Und am Anfang, die sind ja eh eigentlich nicht so wirklich, wie drücke ich es aus, anspruchsvoll. Und die Musik, die ich im Hintergrund habe, die ist schon, ja, muss ich sagen, manchmal wird sie Leuten auf den Sack gehen, weil sie sich so wiederholt, aber ich kann ja nicht jedes Lied einbauen, was jetzt gerade so jedem gefällt, deswegen nicht wundern. Hier steigen 13 Mann ein, davon steigen 6 Mann aus. Ja, das ist eine gute Statistik, finde ich. Ja, komm. Ah, wir haben Scheibenwischer. Das ist gut. Das ist very nice. Dann erstmal einen Blinker setzen und groß geben. Groß, groß, groß geben. Gib groß, Jung. Jung, Jung, gib groß. Rückt man, Jung. Ne, wir sind ja nicht jetzt bei New Kids. Dass man stehen geblieben. Das war jetzt wegen mir. Die 2 Wochen sind rum. Die Dabolensprüche hatten wir. Was haben wir noch nicht? Ah, die Feuerwehr. Ja, Feuerwehr. Also ich muss mir das Leben gerade so mal vorstellen, wenn jetzt hier so Berufsfeuerwehrmann ist. Das geht jetzt nicht dagegen. Ich glaube, das haben wir auch irgendwo schon mal angeschnitten. Nee, das war. Ach nee, das war der Mechatroniker auf jeden Fall. Das soll jetzt keine Beleidigung an die Mechatroniker sein, aber wenn ich jetzt von meinem eigentlichen Thema abweiche, könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen, also wir wollten jetzt hier nicht, wir haben auch schon gesagt, es soll jetzt nicht beleidigend klingen, aber in manchen Berufen, also wie jetzt der Mechatroniker, der ist ja wirklich, kannst sagen, Arschloch für alles. Weil der Mechatroniker ist der Industriemechaniker und der Elektriker in eins gefasst. Das heißt, du arbeitest eigentlich, sparen sich Betriebe. Also wie schon gesagt, das ist jetzt nicht berufsvergeltend auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich würde auch ja lieber einen anderen Beruf lernen, aber du kannst nicht das, kannst nicht alles das lernen, weil ich wollte ja eigentlich mehr so in die IT-Branche, aber da habe ich mir so gedacht, wenn deine Noten jetzt nicht dementsprechend sind, lass es lieber. Es kommt dann scheiße, wenn du damit so ein paar schlechtere Noten, weil ich glaube, IT-Branche ist Minimum 2. Kann auch 3 sein. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vielleicht eure Berufe, also die Wünsche, die ihr hattet und sie doch dann nicht machen können, konntet. Sowas richtig. Weil ihr die Noten jetzt nicht dementsprechend hattet. Da würde ich schon gerne mal wissen, was ihr da so für Vorstellungen hattet. Also ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Und halt so. Damit haben wir jetzt auch schon wieder diese Tour beendet. Und ich bin schon wieder vom Thema weg. Auf jeden Fall wäre wirklich nett. Ich würde mich auch wieder über ein Like freuen. Vielleicht 1, 2, 3, 4. Je nachdem, wie ihr gerade Bock drauf habt. Also, mir ist es eigentlich. Ja, wie war das? Ah ja, ich erinnere mich an diesen einen LOL-Part. Das kann ich ja jetzt auch noch erzählen, auch wenn schon 2 Wochen hin sind. Da, wo wir da hier so gut gefailt haben, weil diese Vayne einfach nichts konnte. Ja, und wo wir da immer Is mir Vayne in den Chat geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob das auch in der Aufnahme war. Auf jeden Fall, wo wir so privat gespielt haben, haben wir mal Is mir Vayne mal in den scheiß Chat geschrieben. Bloß damit, um sich ein bisschen zu dissen. Ja. Das war eigentlich auch schon die Geschichte und von daher so gesehen, war es so schon wieder. Man kann sich nicht beschweren, wir haben wieder viel geschafft. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!